Hallo hier aus dem FCMC. Bei mir ist Theo Bruns von der Pressegruppe Gängeviertel. Theo, du kommst gerade von draußen von der Demonstration. Was kannst du uns berichten? Ja, ich war zusammen mit einer kleinen Gruppe von Alles Allen, die ja von der gestrigen Nachttanz-Demo bekannt ist und auch von der Performance 1000 Gestalten, waren wir auf der Kundgebung seit 16 Uhr der Welcome to Hell-Demo. Und ich kann also bezeugen, dass es eine absolut entspannte Atmosphäre war. Es war eine sehr schöne Kundgebung mit inhaltlichen Beiträgen aus USA, Mexiko, Ukraine, mit Musik von Iré Révolté, Captain Gibbs, Neon Schwarz, Goldene Zitrone, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Und es war wirklich eine sehr entspannte Demonstration. Es war auch nicht der homogene schwarze Block, sondern es war ein sehr bunter Block, also eine sehr heterogene Demonstration, weit über 1000 Menschen mit einer sehr breiten Beteiligung. Und diese Demonstration konnte gar nicht erst losgehen. Sie konnte sich noch nicht einmal vollständig aufstellen, sondern wurde bereits zu Anfang von der Polizei gestoppt mit Wasserwerfern aufgrund eines Verstoßes gegen Vermummungsverbot. Und auch dann wurde die Demonstration ungefähr in der Mitte, das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie es vorne war, wurde sie sofort von Polizeikräften mit Tränengas angegriffen. Dann hat sich ein Polizeitrupp durch die Demonstration geprügelt bis zum Ende, wo wir standen, mit diesem großen schwarzen Kubus, der auch von der Protestwelle bekannt ist, der dort auf der Binnenalster geschwommen war. Diesen schwarzen Kubus hatten wir vorher noch mit Farbe besprüht und er war unter dem Motto lieber militanzig als G20, aber es hatte auch, einen Performance-Charakter. Und dann wurde auch von oben, rückten dann auch Polizeikräfte vor, also von der breiten Straße aus. Ebenfalls wurde vom Fischmarkt, bei der Auktionshalle zogen Polizeikräfte mit Wasserwerfer auf. Von allen Seiten wurde gesagt, dass man sich sofort zu entfernen habe. Also alle wurden also in praktisch in Sippenhaft genommen. Und es ist also aus meiner Sicht, was ich selber beobachten konnte, ist es ganz eindeutig, dass die Eskalation von der Polizei ausging. Es ist praktisch ein 1:1 Duplikat der Flora-Demonstration vom Dezember 2013. Wir erinnern uns, wir hatten damals denselben Einsatzleiter, nämlich Hartmut Dudde. Und es ist das passiert, was zu erwarten war. Die Genehmigung der Demonstration war eine reine Finte. Es handelt sich hier um simulierte Demokratie. Der Plan war von Anfang an, die Demonstration überhaupt nicht losgehen zu lassen. Und die Demonstration ist von der Polizei angegriffen worden, von vermummten, hochbewaffneten, gewaltbereiten Gestalten. Und die Eskalation ging nicht von der Demonstration aus. Das kann ich selber bezeugen. Und ich muss leider sagen, dass für das, was heute passieren wird, dann in der Nacht eindeutig die Polizei die Verantwortung trägt. Und jetzt gehen eben einzelne Gruppen hier durch St. Pauli, bewegen sich raveartig und gehen zum Arrivati-Park und so weiter. Vielen Dank, Theo, für deine Einschätzung von draußen. Ich möchte von Seiten des FCMC hinzufügen, dass wir das, was zum Beginn des Demonstrationszuges uns von Theo geschildert worden ist, aufgrund unserer Bilder, die wir da hatten, eindeutig bestätigen können. Das bezieht sich sowohl auf die Stimmung bei der Auftaktkundgebung. Und wir haben zumindest auch sehen können, dass es überhaupt gar keine Chance gab, für diesen Demonstrationszug loszuziehen. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass wir jetzt auch in der Phase sind, wofür wir angetreten sind mit dem FCMC, dass wir jetzt die Informationen, die wir haben, weiterhin versuchen zu verifizieren. Und dann werden wir sehen, wie es heute Abend hier noch weitergeht. Vielen Dank, Theo, bis hierhin. Und dann gehen wir wieder zurück. Danke.